Na sziasztok, én Iza 16 vagyok, és ahogy látjátok, eljött a Kikek nézek sorozatnak a következő része, és ebben a részben, ahogy a videó címéből is láthatjátok, egy emlegetett videóst fogok nektek bemutatni. Nem akarom sokáig húzni a videót, mert azt a videót, amit kinéztem, hogy majd nézni fogunk tőle, az elég sokáig tart, szóval néha bele is fogok pörgetni. És arról azt kell tudni erről a videósról, hogy német, szóval német videós, de mivel én németül tanulok, ezért elég kb. Majdnem értem az összes dolgot, amit mond, és igazából van tőle, inkább megmutatom nektek, mert így nem fogjátok tudni. Igen, az Arhul a neve. Van egy kedvenc sorozatom, kettő kedvenc sorozatom tőle, mégpedig ez a Kundebunt, amit itt láttok, a 50. rész, és a Time Rain, vagy valami ilyesmi, Time Rain. És ezt a két sorozatot nagyon szeretem tőle, de sajnos ezek nem 15 percesek, ahogy láthatjátok, és nem szeretném ezeket megmutatni nektek. Ezért most kezdett egy új sorozatot a mi kis az Arhulunk, ez pedig a Command Block, szóval ilyen Command Blokkal kapcsolatos ilyen beállítások, vagy nem tudom pontosan, hogy mit akar ez jelenteni. És ebben a videóban szerepel Entilt is. Már szóval van ilyen Entilt Command, vagy valami ilyesmi. És ezt szerettem nektek mutatni. Szóval szerintem kezdjük is a videót, mondjuk a végébe bele fogok pörgetni szerintem. Na. Várjatok. Bocsánat, csak felhangosítom, hogy halljátok. Nem a csengő hangot. Nem a rendszer hangot, hanem a videót felhangosítom, hogy jól halljátok. Ja. Kicsit visszatekerek a videóba. Na, most. Hallo, Hallöchen, meine werten Damen und Herren, und willkommen an meiner Strandbar. Ja, ihr habt mich tatsächlich gerade im Reading. Jo, rossz videó, bocsánat. Na, most. Most jó. Hallöchen, meine werten Damen und Herren, und willkommen an meiner Strand. Auch nicht in der Version 1.9, sondern wir sind in der Version 1.10, ja? Das ist eine Version, Alter, ich habe die noch nie angefasst, ja? Und hier sind solche Sachen möglich. Ich fange wirklich manchmal irgendwie an zu weinen, wenn ich solche Sachen sehe, denn das ist einfach nur unglaublich. Aber lass es mir einfach mal zeigen. So, wir gehen jetzt einfach mal zu meinem wunderschönen Boot. Übrigens, ich habe hier eine Minecraft Survival Games Map runtergeladen, ja? Um diesen Minecraft Survival Games Faktor noch mal ein bisschen aufleben zu lassen. Aber das ist jetzt natürlich auch eine Sache, die wir jetzt erstmal ein bisschen, ne, ignorieren, denn wir werden uns heute nämlich nur auf diese Comment Blocks hier Dings konzentrieren, denn der erste Comment Block, den ich euch zeigen möchte, ist etwas ganz Besonderes. Und zwar ist es tatsächlich in Minecraft möglich, etwas ganz Besonderes zu machen, ja? Und zwar können wir uns nämlich binnen Sekunden eine riesige Stadt aufbauen. Wie das funktioniert, wir gehen einfach hier rein, dann geben wir hier das da ein, das ist einfach so ein Comment, den kann ich euch in die Beschreibung reinpacken, dann drückt ihr da auf Done, ne, dann platziert ihr da einfach so einen Redstone-Block hin, zack, und dann entsteht hier so eine komische Maschine, ja? Diese Maschine entsteht einfach so, ja, das heißt, hier gibt's keine Comments oder sowas, sondern die ist einfach so da. Und das Allerkrasseste ist einfach irgendwie diese Tatsache, dass diese Comment-Blocks, die da drinnen sind, die sind nicht einfach alle irgendwie so Comment-Blocks, so wie die hier, denn es gibt irgendwie seit diesen neuesten Versionen gibt es verschiedenfarbige Comment-Blocks, ja. Und jetzt kommt bestimmt irgendwie jemand an und fragt mich so, Roman, aber sag mal, was machen denn die verschiedenfarbigen Comment-Blocks, ja, und weißt du, was ich dir darauf antworten kann? Alter, keine Ahnung, Mann, aber die haben andere Farben. Und ich muss schon sagen, dieses Comment-Block-Zeugs, das wird irgendwie immer größer
größer und verschiedener, ja. Aber das ist jetzt natürlich auch nochmal egal. Denn, meine werten Damen und Herren, wir machen jetzt erstmal hier nochmal Tag, damit wir auch wirklich so den wunderschönen Tag ausleben können. Denn man kann nämlich hier bei diesem komischen City Generator, so nennt es sich, und das ist von diesem RJ Minecraft, ne? Und hier kann man sozusagen Rechtsklick drauf machen und dann bekommt man hier ganz besondere Items. Und mit diesen besonderen Items kann man jetzt Folgendes machen, ja. Und zwar kennen ja die meisten Leute vielleicht diesen Alltagszwang, wo man sich so denkt, oh, meine Wiese, die ist so leer und dreckig, ja, da gehe ich auf jeden Fall erstmal hin und möchte hier erstmal was bauen. Aber mit diesem Comment, ja, den man einfach einfügt, kriegt man so ein Spawn-Egg, so wie ich das hier habe, und dann drückt man da Rechtsklick drauf und dann steht einfach so ein Haus, ja. Einfach so ein Haus mit einer Dings, mit einer Crafting-Bench drin und dann kann man darin leben, ja. Das ist schon wirklich krass, was man mit solchen Comments anstellen kann. Ich persönlich hab sowas davor noch nicht gesehen, aber jetzt kommt nochmal die Höhe, ja. Und zwar ist ein Haus natürlich zu wenig und deswegen gibt es noch ein anderes Item, das nennt sich Generate a City, ja. Und Generate a City ist einfach, da schmeißt du einen Schneeball, ja, da macht der Schneeball so komische Dinger, die schmeißt er herum und dann generiert er einfach eine Stadt. Einfach so, ja, mit mehreren Stockwerken, zack, das Ding wird generiert und dann haben wir hier zufällig eine Stadt. Und das Krasseste daran ist, ja, diese ganzen komischen Dinger, die dort erstellt werden, die füllen sozusagen dieses Haus mit Innenleben, ja. Das heißt zum Beispiel, hier drinnen sehen wir nicht einfach nur irgendwie gar nichts, sondern hier ist eine Couch mit einem Fenster drin, dann in einem anderen Haus, zum Beispiel da hinten drin, hier, was ist da gespawnt, hier ist zum Beispiel irgendwie ein kleiner Sitzbereich oder sowas, wo man sich einfach reinchillen kann, zum Sitzen oder so, und das ist schon mega krass, ja. Ich persönlich wusste nicht, dass sowas einfach machbar ist mit dem Schneeball, dass wenn man Schneeball wirft, dass man sich die gesamte Stadt aufbauen kann, ja, die einfach so aufgebaut wird und was weiß ich, ne, das ist schon wirklich krass, aber, ja, meine werten Damen und Herren, man muss ja natürlich auch, wenn man eine Stadt hat, ja, muss man die natürlich auch verteidigen können. Und zwar gibt es nämlich, wenn das nicht schon alles schon genug wäre, natürlich auch ein Sicherheitssystem, was man für diese Stadt benötigen kann, ja, denn ein Sicherheitssystem ist natürlich super sicher, ja, und das braucht man natürlich, um so eine große Stadt zu verteidigen, denn meine werten Damen und Herren, damit darf ich euch den atemberaubenden, super tollen Laserbeschützer vorstellen. Ja, und der Laserbeschützer, der funktioniert so. Das ist genauso ein komischer Block wie hier, ne? Das, hier wird auch irgendwie so ein Block erstellt und irgendwie sind da auch so verschiedenfarbige Dinger drin und irgendwie funktioniert das irgendwie. Und das ist auch so, eben so eine Box. Nur, dass hier nämlich ein anderer Unterschied ist, dass man diese Items nicht einfach so bekommt, sondern man muss sich nämlich seine Items craften. Ja, und wie man seine Items craftet, das zeige ich euch jetzt. Denn man braucht dafür erstmal einen Slab, ja? Das heißt, wir brauchen hier ein paar Slabs, dann brauchen wir hier noch. Wenn wir jetzt einen Block of Redstone bekommen, dann haben wir Laser Cannons bekommen und Endrods, ja? Und mit diesen Endrods und Laser Cannons kann man ganz viele tolle Sachen anstellen. Denn wie vorhin schon gemeint, ja, müssen wir natürlich unsere Stadt auch verteidigen können. So, und wenn wir schon mal eine Stadt allerdings aufgebaut haben, müssen wir auch natürlich dafür schauen, dass da halt eben keine bösen Schweine vorbeikommen können, die irgendwie unsere Stadt angreifen oder sowas in der Art, ne? Das heißt, dazu gibt es halt eben dieses Lasersystem, was unsere Stadt irgendwie beschützen wird. Denn es funktioniert. Kriegt man da schon guten Damage. Und das ist auf jeden Fall ein richtig cooles System. Aber zu diesem System kommt natürlich noch etwas ganz Besonderes dazu, was wir vergessen haben zu craften. Deswegen laufen wir nochmal ganz schnell hin. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach mal diesen Goldblock und platzieren den hier rein und bekommen hier nochmal zwei weitere Dings-Features, die wir benutzen können, um unser Laser-Dings-Arsenal ein bisschen mehr aufzubauen, um dort noch mehr arbeiten zu können. Denn man kann nämlich jetzt diesen Laser, wenn man den hier hat, ne, kann man den mit einem Laser-Redirector und Laser-Neutralizer-Dings ein bisschen ändern. Das heißt, wenn man irgendwie sagen möchte, der Laser schießt mir hier ein bisschen zu weit hinaus, nehmen wir einen Neutralizer, ja, und platzieren den hier hin. Das heißt, hier hinten kriegen wir dann keinen Laser mehr ab. Das heißt, dieser Laser ist dann nur in diesem Bereich, ja. Das heißt, wenn wir dann irgendwie unsere Laser hier irgendwie aufbauen wollen, das heißt, wir könnten theoretischerweise, könnten wir hier auch nochmal einen zweiten Laser-Cannon nochmal hinnehmen, dann schmeißen wir den wieder einen Redstone dahin, ne, dann funktioniert das hier wieder und raise dann an meine Rod, ne. Das heißt, wir platzieren das hier wieder hin. Das heißt, wir haben dann, wenn wir hier nochmal einen Neutralizer hinpacken und auf den Neutralizer so, haben wir zwei Neutralizer und dann haben wir hier unsere wunderschöne Wand, ja, das heißt, hier geht dann nichts mehr hinaus und dann kann man sich hier seine Laserwand bauen, die einen umbringt, wenn man da reinläuft. Ist eigentlich ganz cool. So, wenn man aber jetzt sagen möchte, ich möchte aber auch sehr gerne, dass der Redstone-Strahl hier nach rechts geht, kann man den wunderschönen Laser-Redirector nehmen, ne? Der Laser-Redirector, den platziert man so hin, ne, und der macht am Anfang erstmal gar nichts, ja, das heißt, der schießt da einfach durch, aber wenn man da eine Endrod dran packt, dann fängt der an, dieses Ding zu redirecten.
redirecten. Das heißt, der Laser geht jetzt um die Ecke hindurch, ja? Das heißt, der brennt sich jetzt in diesen Grasblock rein und theoretischerweise, was ich euch auch nochmal kurz zeigen kann, ist, wenn man einen wunderschönen Holzblock nimmt, ja, und diesen Holzblock hier hin platziert, dann wird der tatsächlich durchgebrannt, ja? Das heißt, der wird so lange angekokelt, bis der irgendwie nachgibt und irgendwann vorbei ist. Ich glaube, das dauert zwar ein bisschen, aber irgendwann dürfte der irgendwie so ein sternförmiges Dings da wumms da auf, ne? Das sieht dann circa so aus, platziert dann irgendwo Obsidians hin, ne? Und jetzt kommt der pure Wahnsinn. Wenn ich nämlich diesen Armor-Stand hier hinhaue, ja, beginnt dieser Bosskampf. Und ich muss euch jetzt zeigen, wie dieser Bosskampf funktioniert, deswegen darf ich mich da nicht blamieren. Aber ich nehme, bevor ich diesen Bosskampf mache, eine gesamte Diamantrüstung, ne? Nehme mir ein paar goldene Äpfel, weil das kann nämlich nicht schaden. Hier ein paar goldene Superäpfel und nochmal ein paar Arrows möchte ich gerne haben, beziehungsweise ein Stack. Warte, zwei Stacks wären eigentlich ganz gut. Außerdem können wir mal ruhig das Weather clearen, damit wir kein Regen mehr entsteht, ne? Das heißt, wir ziehen uns hier kurz diese Diamond-Dings an, haben jetzt unsere Items, können jetzt aus dem Gamer theoretischerweise rausgehen, essen einen wunderschönen Golden Apple, damit wir auch ready to go sind, ne? Und platzieren jetzt diesen Armor-Stand dahin. Und ihr seht, es baut sich was auf. Es baut sich was Heftiges auf. Und zwar fliegt jetzt hier eine Flamme nach oben und ihr seht es, langsam baut sich da irgendwas auf und man merkt schon, irgendwie sind die Häuser nicht mehr so hübsch wie vorhin, denn die bauen sich langsam ab, denn dieser Boss ist nämlich gespawnt. Dieser Boss baut jetzt wirklich alles ab. Oh Gott, das ist laut, warte mal ein bisschen leiser hier. Ah, das heißt, dieser Boss, ja, der baut jetzt hier so viele Sachen ab und da spawnen jetzt überall so komische kleine Viecher, die jetzt die ganze Zeit nerven werden, aber diesen Boss zu töten ist super schwer. Warte mal, wir gehen nochmal kurz in Game Mode hoch, damit wir hier hochkommen können, ne, und gehen mal hier hoch und schauen uns das mal an, warte. Denn wir haben jetzt hier ein paar Dings, ein paar Silberfische und so. Warte mal, ich gehe einfach wieder in Game Mode rein, damit ich das besser zeigen kann. Und zwar greifen dann einen sozusagen diese Silberfische an. So, diese schwarzen Dinger schießen auch die ganze Zeit auf einen. Und der Typ hier ist ja umzingelt von diesen ganzen Dings-Slimes hier. Das heißt, dafür bräuchten wir theoretischerweise, würden wir nicht im Game Mode sein, bräuchten wir einen Bogen, ja. Und mit diesem Bogen muss man erstmal diesen ganzen Slime-Kreis hier abschießen. Denn dieser Typ, ne, der steht die ganze Zeit nur in dieser Mitte herum, beziehungsweise der schwebt nur. Ich kann ihn euch nochmal von zeigen. Das ist einfach so ein Typ, der hat einen komischen Kopf an und eine weiße Rüstung mit roten Augen. Also der sieht schon ein bisschen bedrohlich aus. Und wenn man da diese ganzen Slimes jetzt erstmal tot hat, geht der in seine zweite Entwicklung. Ja? Und zwar, warte mal, wieso sind wir denn jetzt in diesem Haus hier gespawnt? Wo ist denn der mit seiner zweiten Entwicklung? Da, this is my final form. Da seht ihr ihn. So, wenn er nämlich in die finale Form geht, dann fängt er an so auszusehen und er bekommt Flammen im Hintergrund. Und das ganz Besondere während der finalen Form ist, dass diese Slimeblöcke außenrum, ne, dass es nicht mehr so kleine Slimeblöcke sind, sondern das sind dann große Slimeblöcke. So, die muss man dann, wenn man gegen ihn kämpft, muss man die auch ebenfalls mit dem Bogen die ganze Zeit abschießen. Und aus diesen großen Slimeblöcken entstehen nochmal kleinere Slimeblöcke und aus den kleineren Slimeblöcken entstehen nochmal kleinere Slimeblöcke. Das heißt, die muss man auch alle erstmal abschießen und wenn man das wirklich im Survival-Modus macht, dann ist das wirklich super schwer und dann irgendwann hat man ihn besiegt und dann schmeißt er einen ein bisschen herum und dann teleportiert er einen ein bisschen herum und dann kommt man an irgendeine Stelle, wo man diesem Boss dann irgendwie nochmal die Hake zeigen kann, ne? Am Ende kämpft man nochmal gegen den, aber in seiner normalen Form ohne Flügel und so ist der gar nicht so stark. Das heißt, den haut man dann nochmal kurz um. Hey, bleib hier, ich muss dich kurz umhauen, damit ich weiter zeigen kann, was du noch machst. Komm her! Warte, okay, das heißt, wenn man ihn dann umgehauen hat, droppt er ein paar Items und diese Items sind nochmal ganz interessant. Und zwar handelt es sich hier um ein Dead und ein Anti-Dingsterbumster. Was dieses Anti-Dingsterbumster macht, weiß ich selber nicht, ne? Habe ich noch nicht rausgefunden, aber durch dieses Dead-Dingsterbumster, wenn man den besiegt hat, den Boss, kriegt man dieses Dead-Dings und das soll die Statue von dem darstellen. Das heißt, das kann man sich dann in sein Haus reinlegen und dann hat man diesen wunderschönen kleinen Boss bei sich zu Hause, wie er sich dort dreht mit seinen schönen Flügeln, die irgendwie aus diesen Bannern gemacht sind. Aber ich muss schon sagen, das ist echt ganz cool. Und mit dieser heutigen Folge wollte ich euch halt eben mal zeigen, wie krass denn diese heutigen Comment Blocks geworden sind, ja? Comment Blocks sind wirklich mega krass und ich finde das mega spannend, was damit alles machbar ist. Falls es euch gefallen hat und falls ihr vielleicht sogar mehr Comment Blocks sehen wollt, da gibt es nämlich noch ganz schön viel, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen und mir natürlich schreiben, was ihr sehen wollt, ne? Und ansonsten sieht man sich natürlich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao! Ja, szóval ő volt az Arhu. Bocsánat a videó elején a bénáskodásokért. Meg hogy néha beletekertem a videóba, de ez igazából 15-33 másodperces videó volt. És gondolom már ti se bírtátok annyira, hogy német. Ezért bocsánatot is kérek. Na, visszamegyek a saját csatimra. És akkor el is köszönök tőletek.
És azt szeretném, igen, közben töltődik fel a egy videóm, és azt szeretném tőletek kérdezni, hogy szeretnétek még külföldi videósokat, vagy legyen több magyar videós, mert még van egy pár magyar videós, akit nézek, meg sok külföldi is van. Szóval ez a ti döntésetek, hogy legyen sok külföld, vagyis legyenek külföldi videósok, mondjuk német, angol, tü-tü-tü, vagy legyenek magyar videósok, melyikből legyen több. Na, szóval én Izla16 voltam, ez Azarhul volt, és találkozunk a következő részben is. Sziasztok!